Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Unzählige Schweizerinnen und Schweizer haben auch diesen Sommer wieder Ferien in Italien gemacht. Und das nicht zuletzt wegen einem guten Essen. Fans von der italienischen Küche können sich jetzt einen kulinarischen Nachschlag gönnen. Bei Coop findet man nämlich eine grosse Auswahl an typischen Produkten aus Italien. Unter anderem sind das Pasta und Pastasauce, Risotto-Reis, Olivenöl, Parmaschinken und verschiedene Käsesorten. Neben anderen Spezialitäten ist Italien berühmt für seine grossen Käse. Bei Coop können Sie aber auch unbekanntere Spezialitäten aus verschiedenen Regionen probieren. Herr Gerber? Die Auswahl ist tatsächlich gross. Und man könnte sich sehr lang von Norden bis Süden oder umgekehrt durch diese Käsesorten essen. Speziell erwähnen möchte ich bei dieser Gelegenheit aber den milde, zarte Provolone aus der Region Bergamo, der leicht säuerliche und erfrischende Asiago oder der feine Pecorino Brigante aus pasteurisierter Schafsmilch von Sardinien. Der Mozzarella ist in der Schweiz mittlerweile zum drittbeliebtesten Käse avanciert, gerade nach dem Grejetzer und dem Raclette-Käse. Bei Coop kann man zwischen den Sorten aus Kuhmilch und Büffelmilch wählen. An was merkt man eigentlich den Unterschied am ehesten? Milch kommt von Büffeln, die auch noch heute in Feuchtgebieten gehalten werden. Sie hat einen hohen Fett-, Eiweiß- und Zuckergehalt. Und auch der Vitamin- und Mineralstoffanteil ist wesentlich höher als von der Kuhmilch. Mit seinem typischen Meersalzgeschmack ist der Büffelmozzarella ein richtiger Sommergenuss. Überhaupt nicht vorstellen kann man sich die italienische Küche ohne Parmesan. Seit mehr als 1000 Jahren wird der echte Parmigiano Reggiano in den Provinzen Parma, Reggio Emilia und Modena hergestellt. Schon die Milch ist eine Besonderheit. Sie stammt von ausgewählten Kühen, die ausschließlich auf Kleefeldern weiden. Nach der Herstellung in den Traditionskäsereien braucht der Parmesan viel Pflege, Fachwissen und Erfahrung. Mindestens 12 Monate geht es, bis die imposante Leib vom strengen Überwachungskomitee im Konsortium prüft und beim Erfüllen der Qualitätsanforderungen mit dem begehrten Gütesiegel ausgezeichnet werden. Als Reibkäse auf den Teigwaren oder auf dem Risotto, aber auch in anderen zahlreichen Gerichten mit frischem Brot, Crackers oder Grissini kommt der Parmesan am besten zur Geltung. Was das Team von Betty Bossi damit vorhat, sehen wir in einer Zusammenfassung. Die habe ich gerade ein bisschen vorbereitet. Die sind jetzt schon 12 Stunden in diesem Wasser. 12 Stunden lang? 12 Stunden, ja. So lange? Die können wir auch gerade trainieren. Die haben noch ein bisschen Dinge, noch ein bisschen Saft und Marinade. Ja. Die tun ich auch gerade trainieren. Und die schwarzen Oliven kommen auch dazu. Schwarze Oliven, genau. Sehr gut. So, jetzt noch ein bisschen Saft drauf. Das ganze Rezept für den Bohnensalat sehen Sie morgen über Mittag um 12:30 auf diesem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Unentbehrlich in der italienischen Küche ist neben einem guten Olivenöl auch der Balsamico-Essig aus Modena. Armin? Balsamico ist eigentlich mehr als Essig, eher ein Gewürz. Für gewisse Kenner schon fast eine Religion. Entsprechend sind auch die Preise für die absoluten Spitzenprodukte. Balsamico braucht man auch für feine Salatsauce. Auch Fleisch oder Gemüse kann man damit würzen. Und ein Stück Parmesan als Apro oder sogar ein Dessert wird damit zum besonderen Genuss. Balsamico wird übrigens nicht wie Weinessig mit ausgegorenem Wein, sondern mit eingekochtem Traubenmost hergestellt. Trauben dafür, meistens süße, weisse Trebbiano-Sorten, werden sehr spät gelesen, wenn der Zuckerhalt hoch und das Aroma voll entwickelt ist. Danke, Armin. Gern schon, Pascal. Bei Coop bekommen Sie den Aceto Balsamico di Modena in verschiedenen erschwinglichen Qualitäten. Weil mit der Bezeichnung Modena auch schon Unfug getrieben worden ist, werden die Produkte von den seriösen Herstellern mit einer Holzetikette mit Herkunfts- und Qualitätsgarantie ausgestattet. Die Etikette enthalten übrigens weitere Tipps über die Verwendung des Aceto Balsamico. Auch diese Woche haben wir wieder eine Reihe von Halbpreisangeboten für Sie zusammengestellt. Tamara? Unter anderem offerieren wir Ihnen Lasagne Verdi al Forno im Trio für 7.05 Franken. 6x4 Schokoköpfchen Milch kosten 5.10 Franken. Und 3 Packungen Kleenex Ultra Soft Kosmetiktücher gibt es für 3.75 Franken.
alles gute Gelegenheiten, die ihr nicht verpassen solltet. Mit diesem Hinweis komme ich zum Schluss für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen den Unterschied vom Toastbrot zum normalen Brot. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.